Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich die Festung Königstein. Sie gehört zu den ältesten Festungsanlagen in Europa. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Mit ihren zahlreichen Gebäuden, Wegen, Gärten und Plätzen gleicht die Festung Königstein noch heute einer kleinen Stadt. Bis ins 20. Jahrhundert hinein lebten die ständig hier stationierten Offiziere, Soldaten und zivilen Beamten zusammen mit ihren Familien. Die Festung war ein selbstständiger militärischer Gutsbezirk und besaß eigene Gerichtsbarkeit, Marktrecht, Kirche, Schule und Friedhof. Das Nebeneinander von militärischem und zivilem Alltag bestimmte diesen Ort jahrhundertelang. Neben dem Militärdienst übten die Soldaten auch noch zivile Berufe aus. Es gab eine Fleischerei, eine Bäckerei, einen Schuhmacher, Schneider, Böttcher, Tischler, Maurer, Schmied, Schornsteinfeger, denn die Festung musste instand gehalten werden. Zu den zivilen Beamten gehörten der Pfarrer, der Kantor und Schulmeister, der Proviantverwalter, der Brunnenmeister und bis 1831 auch ein Arzt. Die Festungsbewohner versorgten sich auch mit Lebensmitteln weitgehend selbst. Sie hielten Vieh, welches in Ställen auf der Festung untergebracht war, und nutzten die Freiflächen zum Anbau von Obst und Gemüse. Unterhalb der Festung besaßen sie Felder und Weiden, die sie bewirtschafteten. Ihre handwerklichen und landwirtschaftlichen Produkte konnten sie aufgrund des Marktrechts auf der Festung verkaufen. Das Kommandantenhaus wurde als Teil des Torhauses 1592 fertiggestellt und in den folgenden Jahrhunderten mehrfach umgebaut. An das Kommandantenhaus mit Wendelstein schließt sich rechts das neue Zeughaus an. Die beiden oberen Etagen wurden wechselweise als Kommandantenwohnung oder Kommandantur genutzt. Im Laufe der Festungsgeschichte gab es von 1589 bis zur Streichung der Kommandantenstelle 1913 insgesamt 41 sächsische Kommandanten. Aufgrund ihrer Kreuzgratgewölbe wirken die Räume im Inneren herrschaftlich. Der Kommandant, Oberstleutnant Theobald Freiherr von Oer, wohnte von 1898 bis 1904 mit seiner Frau Therese und 8 Kindern im Erdgeschoss oder in der ersten Etage. Im Erdgeschoss wurden 2 dieser Räume mithilfe historischer Fotos nachempfunden. Viele Fotografien zeigen ihn häufig im Kreis seiner Familie. Ein Kegelspiel, ein Puppenwagen, Schaukel und Reck gehörten zu den Spielmöglichkeiten der Kinder. Neben den Wohnräumen im Kommandantenhaus diente auch der dazugehörige Ziergarten der Familie als privater Rückzugsort. Das ist das Wohn- und Arbeitszimmer des Festungskommandanten. In der gehobenen Wohnkultur um 1900 war es üblich, dass dem Hausherrn ein eigenes Zimmer zum Wohnen und Arbeiten vorbehalten war, das Herrenzimmer. Es befand sich im Obergeschoss des Kommandantenhauses. Zum Damenzimmer seiner Ehefrau gab es einen direkten Zugang. Die Mappen und gerollten Pläne auf dem Foto zeugen von der Verwaltungsarbeit des Kommandanten. Der Gewehrschrank und die Geweihe an den Wänden deuten auf sein Jagdinteresse hin. In den Regalen drängen sich zahlreiche Bücher. Anders als das Herrenzimmer ist das Damenzimmer im Stil des zweiten Rokoko eingerichtet, der in Europa Mitte des 19. Jahrhunderts in der Wohnkultur wohlhabender Kreise verbreitet war und Anfang des 20. Jahrhunderts noch einmal in Mode kam. Die Möbel dieser Stilrichtung wirken leicht und verspielt.
Die Fenstervorhänge bestanden aus leichten Materialien und ließen viel Licht herein. Die Ehefrau des Festungskommandanten hielt sich darin auf, wenn sie las, Briefe schrieb oder Handarbeiten machte. Mit Gästen nahm sie in der behaglichen Sitzgruppe Platz. Bereits Anfang des 17. Jahrhunderts diente der Raum als Küche. Es gibt zwar kein Foto aus dieser Zeit, doch interessante Befunde. So ist aus dem 17. Jahrhundert ein Backofen erhalten geblieben, in dem Brot für die Soldaten gebacken wurde. Dicke Rußschichten an der Decke belegen, dass hier einst über offenem Feuer gekocht wurde. Der Backofen ist aus Ziegeln und Lehm gemauert und besitzt einen ovalen, überwölbten Innenraum. Durch die einzige Öffnung legte man Holz oder Kohle ein. War der Innenraum aufgeheizt, zog der Bäcker die heiße Asche heraus und legte Brote oder anderes Backwerk hinein. Nach dem Backen schmeckte es immer etwas verkohlt. Den ursprünglich gemauerten Herd mit offener Feuerstelle hatte um 1900 eine Kochmaschine abgelöst. Durch eine vom Brunnenhaus hierher gelegte Wasserleitung verfügte man seit 1871 im Kommandantenhaus auch über fließendes Wasser. Zur Ausstattung einer Küche des gehobenen Wohnstils gehörte auch ein Eisschrank. In der Küche hielt sich hauptsächlich das Dienstpersonal der Kommandantenfamilie auf, um Speisen zuzubereiten und um die eigenen Mahlzeiten einzunehmen. Den Pferdestall errichtete man 1828 zur Unterbringung der Reitpferde des Festungskommandanten. Zeitweise standen hier in den 6 Boxen aber auch die Zugpferde der Artillerie und des Vorwesens. Außerdem beherbergte das Gebäude die Wohnung des Schirrmeisters, eine Geschirr- und Futterkammer sowie einen Kuh- und Schweinestall. 1874 wurde eine Stube für den Stallburschen eingerichtet und eine Düngergrube mit Trockenstelle angebaut. 8 Jahre später erhielt der Pferdestall eine gewölbte Decke, die auf eisernen Säulen und Trägern ruht. Der Abortanbau an der dem Kommandantenhaus zugewandten Seite steht über der ehemaligen Düngergrube. Der Pferdestall wurde im Zustand um 1900 rekonstruiert. Das Leben auf dem Königstein war streng reglementiert, vom morgendlichen Wecken bis zum abendlichen Zapfenstreich. Sämtliche Truppen der Besatzung sowie die Zivilbeamten und ihre Familienangehörigen standen unter dem Oberbefehl des Kommandanten, dem die Festung und das dazugehörige Gebiet anvertraut waren. Er wiederum unterstand bis 1831 direkt dem sächsischen Kurfürsten bzw. König, dann dem Kriegsministerium. Das alltägliche Bild der Festung prägten die Soldaten mit ihrem Wachdienst und den militärischen Übungen, aber auch mit ihren verschiedenen handwerklichen Tätigkeiten. Ebenso die Frauen mit Haus, Garten, Feld- und Stallarbeit, die Kinder und schließlich auch die Staatsgefangenen, die man bei Spaziergängen in Begleitung eines Wächters antreffen konnte. Unterhalb der Festungsmauer sieht man die beiden nebeneinander liegenden dreieckigen Felsvorsprünge. Dazwischen befindet sich ein Spalt. Dies ist der sogenannte Abratzky-Kamin. In ihm bestieg im März 1848 der 18-jährige Schornsteinfegergeselle Sebastian Abratzky ohne jegliche Hilfsmittel im 3-stündigen Alleingang den Königstein. Sein Erlebnis hat er wie folgt erzählt.
Im Jahr 1848 musste ich mir nach dem Tode meiner Eltern mein Brot selbst auf der Wanderschaft suchen. Vor mir lag die Festung und erlangte meine volle Aufmerksamkeit. Ich lief drauf los und fragte die mir begegnenden Leute, ob man in die Festung dürfe. Wer Bekannte oben hat, hieß es, oder ein Taler 10 Groschen zahlt, kann hinein. Mir fehlte das eine wie das andere. Abratzky stammte aus Marlis bei Uschatz in Mittelsachsen und befand sich auf Wanderschaft. Er kam an einem Sonnabendabend nach Königstein, um sich für den Montag als Arbeiter beim Bau der sächsisch-böhmischen Eisenbahn einstellen zu lassen. Am Sonntag wanderte Abratzky zur Festung. Da er keinen Einlass erhielt, lief er auf dem Patrouillenweg um den Königstein herum. An einer Stelle entdeckte der Schornsteinfeger 2 eng nebeneinander liegende Felspartien. Er zog seine Stiefel aus und stemmte sich, wie er es gelernt hatte, in diesem vorn offenen Kamin nach oben. Er schrieb: Am Anfang stieg ich rasch vorwärts und war schon ein hübsches Stück in der Höhe, als es in der Stadt 10 Uhr schlug. Hier und da waren kleine Gebüsche und Stachelbeersträucher gewachsen. Beim geringsten Versuche aber, mich an diese zu halten, gaben sie nach und stürzten in die Tiefe. Immer höher stieg ich, musste aber öfter anhalten, um Kraft zu gewinnen. Am Ende des Spalts erreichte Abratzky ein kleines Plateau. Er berichtete: Der Spalt wird weiter und weiter. Jetzt kann ich ihn nicht mehr ausspannen und somit auch nicht weiterklettern. Über mir wölbt sich die Brustwehr und ragt über den Felsen entsetzlich weiter vor, als ich geglaubt. Ein unüberwindliches Hindernis. Kalter Schweiß rinnt mir über die Stirn. Er kletterte von da an mit letzter Kraft über die Ringmauer und wurde von der Schildwache festgenommen. Die Untersuchungshaft, die bereits 12 Tage gedauert hatte, sollte als Strafe für seine Verwegenheit angesehen werden. Davor wurde er vor ein Kriegsgericht gestellt. Da er die Ungefährlichkeit und Harmlosigkeit seiner Lage darstellen konnte, wurde ihm am 31. März 1848 die Freiheit verkündet. Es sollte die einzige gelungene Flucht vom Königstein bleiben. Henri Giraud gelingt als einzigem im Zweiten Weltkrieg die Flucht aus dem Offiziersgefangenenlager in die neutrale Schweiz. Am 19. Mai 1940 wird der Armeegeneral und Mitglied des Obersten Kriegsrates Henri Giraud gefangen genommen. In der Haft hatte er Deutsch gelernt und 2 Jahre lang seine Flucht vorbereitet. Aus Lebensmittelpaketen, die ihm seine Frau schickte, sammelte er Bindfäden und verflocht sie zu einem Seil. Dieses verstärkte er durch 50 Meter Telefondraht, den seine Frau ebenfalls ins Lager schmuggeln konnte. Im Lager organisierte er sich Zivilkleidung und einen Bahnfahrplan für ganz Deutschland. Durch den Verkauf von Schokolade und Zigaretten soll er stolze 800 Reichsmark eingenommen haben. Am 17. April 1942 ließ sich der General von den Klippen der Bergfestung hinunter. Das Abseilen klappte überraschend gut. Seine Flucht blieb stundenlang unentdeckt, da die Gefangenen nur einmal am Tag gezählt wurden, und zwar abends. Im nahen Bad Schandau traf er angeblich einen britischen Agenten, der ihn mit falschen Papieren versorgt haben soll. Um Verfolger abzuschütteln, fuhr er mit der Bahn kreuz und quer durch Deutschland. Er fiel bei Kontrollen nicht auf, da er sich seinen charakteristischen Schnurrbart abrasiert hatte und die ultimative Tarnung trug, einen Tiroler Hut. Zu Fuß gelangte er schließlich über die schweizerische Grenze und so ins unbesetzte Frankreich. Zu ergänzen ist, dass der tatsächliche Fluchtverlauf nie komplett aufgeklärt wurde und es zahlreiche Varianten dazu gibt.
In den Kellern der heutigen Gastwirtschaft Offizierscasino befinden sich Türgewände, also steinerne Türrahmen, die auf eine Entstehung des Gebäudes um 1600 hindeuten. Seit dem 17. Jahrhundert gab es auf den Königstein einen Fleischer. 1895 verlegte die Kommandantur das Offizierscasino aus dem Kommandantenhaus in die zwei Jahre zuvor aufgelöste Fleischerei. Sie ließ hier eine Gastwirtschaft mit einem Speisesaal und eine kleine Bibliothek einrichten. Der Trakt mit Speisesaal, Billardzimmer, Bierausschank und Küche blieb weiterhin den Offizieren vorbehalten. Früher durften Fremde hier nur mit Genehmigung des Kommandanten speisen. Das Gebäude musste später mehrmals vergrößert werden, ebenso der Außensitzplatz. Nach Aufhebung des Festungsstatus entwickelte sich die Gastwirtschaft zur beliebten Einkehr. Hier ist der um 1930 vergrößerte und mit einem Windschutz versehene Biergarten zu sehen. Mit diesem wunderschönen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun sehr spannende Einblicke in die bekannte Festungsanlage Königstein erhalten. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Bogenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!